Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Amaya und der süßen kleinen Celeste. Im letzten Part hatte die kleine Maus Geburtstag und jetzt ist sie endlich ein Kleinkind. Das heißt, sie hat ein bisschen mehr Möglichkeiten zu existieren. Dazu hat sie natürlich ein hübsches kleines Zimmerchen bekommen. Und ja, wenn ich das so sehe, ich bin doch sehr, sehr zufrieden mit dem Ganzen. Für die kleinen Mittel hat sie wirklich ein tolles Zimmer. Und Mutti muss aber jetzt arbeiten. Ich meine, der Plan ist natürlich bestenfalls alles hochzuleveln, ne? Deswegen versuchen wir das doch einfach mal. Guck mal, er kocht auch schon. Supi! Meine Haare machen heute übrigens ganz wilde Dinge. Ich hoffe einfach, dass es okay für euch ist. Bewegungsfähigkeit Level 2. Hör mal. Was Problem ist, jetzt kann sie hier raus. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir die Tür abschließen. Muss das machen, wenn sie hier ist, oder? Nee. Abschließend für Individuum. Ja, weiß ich nicht. Ich möchte jetzt nicht, dass sie hier mal draußen rumturnt. Also im Garten, okay. Also Garten kann man das jetzt auch nicht unbedingt nennen, aber you know. Na, was hat er gemacht? Ein Veggie-Butterhuhn. Geil. Und sie wünscht sich mit Amaya rumzualbern. Kleine Maus einfach. Jetzt ist sie sauer, weil sie mit Bauklötzen gespielt hat. Kannst du das jetzt nicht einfach essen? Warum ist das ein Problem? Sehr gut. Ich esse mein Hühnchen auch immer mit der Hand. Also ich esse generell kein Hühnchen, aber das ist ja auch Veggie. Also, you know, hier steht lecker Schmecker und hier steht bäh mag ich nicht. Also dieses Kind ist super. Ach, jetzt spielt die hier noch. Okay. Aber Girl, ich muss dich mal kurz zurücksetzen, weil sonst steht ja die ganze Zeit das mit diesem Butterhuhn. Hier. Hier, Mama kann dir direkt eine Geschichte erzählen, also wenn sie reinkommt. Hier, Celeste in den Schlaf lesen. Ihr geht's komplett schlecht? Freut mich. Also ist einfach schön. Nee, oh, mach doch keinen Mist jetzt. Och, nö. Die einzige positive Stimmung ist wegen Celeste, ne? Es ist einfach süß. Geht gar keine Videos mehr oder so, ne? Uff, uff. Metal zu hören. Okay. Während dein Kind hier nebenan schläft. Ich weiß ja nicht. Sie kann ja einfach mal alte Videos promoten. Mitten in der Nacht. Das bringt da nämlich so viel. Danach geht sie einfach schlafen. Um meine Videos zu promoten, gehe ich auch immer ins Schnittprogramm übrigens. Das macht nämlich voll Sinn. TV-Staffelpremiere ist heute. Toll. Guten Morgen. Oh mein Gott. Das Essen ist schon wieder schlecht. Weißt du, was ich glaube? Ich schalte jetzt für sie dieses Haarwuchs-Dings aus. Am Anfang fand ich das noch ganz interessant und so, aber es, also, bei ihr jetzt, aber es nervt mich gerade einfach irgendwie. Und ich würde ihr, glaube ich, mal noch ein drittes Alltagsoutfit geben, weil das hier kann ich irgendwie auch nicht mehr so richtig sehen. Also, das hat sie so oft jetzt schon angehabt. Also, ich glaube, es reicht schon, wenn wir das hier unten lassen und einfach ihr ein neues Oberteil geben, weil das zum Beispiel finde ich schon richtig geil. Aber ich gucke mal, ob ich irgendwas finde, wo wir dann halt auch sagen können, ja, hat sie jetzt Secondhand gekauft. Weil ich glaube, dass sie größtenteils eben ein Secondhand-Girly sein wird, wegen Geld und so. Und es soll so ein bisschen Mami-like auch sein, ne? Also, sie kann da jetzt nicht... Also, sie kann natürlich schon komplett freizügig rumlaufen, aber es macht natürlich Sinn, wenn sie irgendwas hat, was auch ein bisschen Widerstand hat oder so. Sowas finde ich halt auch eigentlich richtig süß und das passt auch voll zu ihr, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so optimal im Mami-Lifestyle. Sowas finde ich vielleicht gar nicht schlecht. Es ist trotzdem fesch und so, aber also mit einem kleinen Kind kann man sowas auf jeden Fall tragen, würde ich sagen. Also sie freut sich auch auf die TV-Staffelpremiere, weil sie ein Teenager ist. Deswegen lasse ich sie auch das gucken. Hat ja nur Vorteile. Sie macht erstmal Musik an, die sie gar nicht mag. Einfach ein Profi. Nee, wir gehen nicht nach Batu. Lass mich in Ruhe. Other Things, haha. 900 Simoleons Tantiemen ist schon echt heftig. Vielleicht können wir dann demnächst auch die Küche mal ein bisschen erneuern. Wäre ja auch ein Träumchen, ne? So, guten Morgen, kleine Maus. Es gibt jetzt Essen. Und Mami kann nebenbei einen fröhlichen Vlog aufnehmen. Entschuldigung, was geht bei Ihnen denn? Muss ich verstehen, was hier abgeht, oder? Just go away? Does this work? No. Okay, alles klar. Ich hinterfrage einfach nichts weiter. Jetzt steht die da halb nackt. Entschuldigung, das finde ich nicht in Ordnung. So kannst du kein Video aufnehmen. Zieh dein neues Outfit an. Besser. Wenn du fertig bist mit Aufnehmen, hilf deiner Tochter aufs Töpfchen zu gehen. Okay, wie nennen wir das Video? Mit neuen Situationen umgehen. Hashtag Self-Care? Hashtag Mental Health. Warum sind die streng? Das glaube ich nicht unbedingt. Sie sind keine Windeln mehr. Nein, nein. Müll kostet viel Geld. Oh Gott. Ja, mach doch einfach sauber. Schlagen. Okay. Kein Problem. Wir können ja mal Daddy besuchen gehen. Jetzt können wir Celeste mitnehmen. Toll. Wenn früher, später kommt wahrscheinlich eh raus, dass sie ein Kind hat, ne? Gerade wenn sie dann auch bekannter wird. Hi. Hier,
Du kannst direkt mal mit Daddy reden. Einen Kuss hauchen. Süß. Warum kennt sie ja nicht Sophia nicht? Und wo ist Mami? Zuschauen. Girl? Wär's, wenn du bei deinem Kind bleibst? Einbruch starten, ich glaube nicht. Okay, sie hat jetzt auch schon mit Cherry und mit Paul geredet. Warum ist sie beschämt? Sie denkt sich so, das ist also meine Enkeltochter? Was soll das? Weil ich meine, sie muss es ja wissen, sonst hätte sie ihr ja kein Geschenk geschickt, ne? Sie muss wissen, dass das ihre Enkeltochter ist. Vielleicht streiten die deswegen jetzt nochmal so darum. Man weiß es nicht so genau, ne? Und sie ist aber nur eine glückliche kleine Maus. An einem belebten Ort lustig sein? Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, das Licht ist bei denen hier nie an, ne? Weil ich kann es auch nicht anschalten. Es ist hier immer sehr dunkel. Vielleicht quatscht ihr mal noch ein bisschen miteinander. Ist vielleicht sinnvoll. Wir fragen ihn mal nach seinem Tag. Oh, er geht nach oben. Ist auch wild, dass diese Treppe nie so richtig angezeigt wird. Außer man geht dann nach oben. I don't know. Ja, ja, Amaya muss gleich arbeiten. Ich weiß. Trotzdem ist es wichtig, mal ein bisschen hier sich auszutauschen. Warum heult ihr jetzt hier im Bett? Was soll denn das? Oh mein Gott, warum haben die direkt wieder Minus? Geschickte Entschuldigung, wie wär's? Was? Persönlicher Bruch? Aber wieso? Toll, und draußen fängt an zu schneien. Die haben die ganze Zeit schon wieder Minus. Was soll denn das? Irgendwas passt bei denen da schon wieder nicht. Ja, sie muss arbeiten. Ihr Blick ist auch einfach, also beschreibt auch einfach alles, ne? Wie immer ein Zitter. Sie kommt da nicht rein. Moment. Kannst du mir... Okay, ich kann ihn nicht nach Essen fragen, weil wir keinen Hochstuhl haben. Warum ist das kaputt? Warum? Aber er macht wenigstens was zu essen. Oh, er hat es repariert. Danke. Amayas. Ach so, nicht Amayas Töpfchenfähigkeit Level 2, sondern Celeste natürlich. Also Amaya hoffentlich auch. Und da ist sie auch schon wieder da. Und dann kannst du deinem Kind nochmal die Geschichte vorlesen. Muss ja auch ein bisschen süß bleiben hier, ne? Ich glaube, Amaya ist sich auch gerade nicht so ganz bewusst, was sie machen soll mit ihrem Leben. Weil ich meine, einerseits möchte sie eine gute Mutter sein, andererseits muss sie natürlich auch irgendwie Geld verdienen, ne? Gerade alles ein bisschen schwierig. Und auch möchte sie natürlich sich selber irgendwie was Gutes tun, das tun, worauf sie Lust hat. Erstmal auf dem Klo ein Selfie machen, ganz normal. So, sie kümmert sich jetzt um das Video, weil ich meine, das ist halt auch wichtig, ne? Wenn ihre Tochter schläft, dann hat sie wenigstens Zeit dafür. Auch wenn der Tag für sie mal lang ist. Muss ja jetzt auch nicht alles jetzt hier am Abend machen, ne? Also, weil das wird dann doch ein bisschen viel. Und sie möchte auch mal wieder Fitness machen, ne? So, dann kannst du ja was zum Frühstück machen. So ein paar Sandwiches. Das klingt doch super. Nebenbei schaut sie hier eine Serie oder so. Also ich meine, es ist auf jeden Fall relatable, wenn man die Möglichkeit hat. Ich glaube, viele gucken da Sachen nebenbei und sie mag kochen anscheinend, was sehr, sehr cool ist. Wir haben 4 Simoleons gefunden. Hör mal. Aber sie gibt sich so viel Mühe, ne? Ich bin so stolz auf sie. Okay, dann kann sie sich auch gleich um ihren Garten kümmern. Sie fühlt sich ja ausnahmsweise gerade mal ganz gut. Ich würde am liebsten direkt die ganze Küche erneuern und nicht nur irgendwie einen Teil, ne? This is the problem. Sie möchte unbedingt mit Jeremy reden, ne? Ey, sie ist so süß. Sie gibt alles für diese Beziehung einfach, ne? Einfach schön. So, dann kannst du Celeste baden danach. Gewärmtes Herz. Och, ihr seid doch süß. So, und dann geht's ihrem Kind gut und dann kann sie hier auch ein bisschen mehr Stuff machen an ihrem Video. Irgendwoher muss das Geld ja kommen, ne? Och, Bibi, dieses Kleid ist so süß. Die kleine Maus, ey. Sieht einfach schon Kommunikation Level 4. Was ist denn mit ihr? Dann bearbeiten wir das Video natürlich noch. Und danach kann das dann hochgeladen werden. Sehr schön. Ich bin gerade persönlich halt auch sehr unsicher, wie wir jetzt hier halt weiter vorgehen sollen. Also haben wir irgendwie bestimmte Ziele oder so, die wir erreichen wollen? Ich weiß es nicht. Warum bricht sie denn ihre Interaktion ab? Weil das Ding kaputt ist? Ach, sie hasst Geschicklichkeit. Toll. Trotzdem ist sie Level 6. Ey, das ist so eine krasse Frau. Ich meine, was soll sie tun? Jedes Mal einen Handwerker anrufen ist natürlich auch teuer. Wenn sie mit einem Video fertig ist, vielleicht kann sie sich ja mal wieder ein bisschen Zeit für sich nehmen und ein bisschen Sport machen. Ich glaube, das tut ihr gut. Ihrer Tochter geht es ja auch gerade ganz gut, also mache ich mir da jetzt nicht so viele Sorgen. Das räumen wir aber weg. Sophia möchte vorbeikommen. Nee, wir sollen zu Sophia. Vielleicht können wir auch das einfach machen. Aber wir müssen natürlich unser Girl mitnehmen, können wir aber nicht. Wir können doch nicht kommen dann. Also wenn wir sie nicht mitnehmen können, ist es einfach schwierig. Dachte, man könnte sie dann auswählen bei diesen, wenn Freunde einladen, aber scheinbar nicht. Großartig! Ui! Ja dann, lad das gleich mal hoch. Und dann kannst du hier ein bisschen boxen gehen. Wow, unser Kindersitter verlobt sich anscheinend. Viel Spaß. Jetzt zieh richtig durch. Woo! Celeste, was tust du hier?
Einfach ein Chaoskind. Ich war kurz weg und habe einfach laufen lassen. Und jetzt muss sie schon wieder arbeiten. Oh, sie sendet ihm Küsschen, Alter. Okay, macht denn Nancy hier? Entschuldigung, Girl. Oh, sie hat schon wieder das Haus kaputt gemacht. Nee, nicht schlafen. Wieso isst sie eigentlich nie auf? Level 5, Alter. So, Mami ist wieder da. Die hat gar keinen Bock auf ihr Leben. Ich war gerade am Überlegen, ob ich Jeremy einlade, aber um 23 Uhr wird das, glaube ich, nichts. Dann geht sie einfach schlafen. Es hat auch Vorteile, dass sie Spaß am Kochen hat, weil dann kann sie nämlich einfach Frühstück machen und kriegt dazu gleich ein bisschen Spaß. Ha! Why? Ja, es ist schön, dass du deine Tochter retten willst, aber dann setzt deine Tochter doch ab. Jetzt versuch das zu löschen. Komm, warum kann sie nicht? Warum nicht? Warum nicht? Kannst du dann wenigstens die Feuerwehr anrufen? Nein? Okay, schade. Oh mein Gott. Wenigstens Tantiem haben wir bekommen. Juhu. Ja, danke. 444. Sei das nächste Mal vorsichtiger. Entschuldigung. Jetzt hätte ich das so mit Absicht gemacht. No, wir haben unsere Flancy verloren. Ja, ne? Nee, wir spenden nichts, Nina. Wie wär's, wenn wir Obstsalat machen? Da können wir wenigstens nichts abfackeln. Achso, meine Mülltonne ist auch abgefackelt. Cool. Ein Traum ist das. Schlechte Qualität. Toll. Lad mal Jeremy ein. Hi. Mizuki ruft an. Wir sagen wieder, ja, ich kann nicht, ne? Es ist, glaube ich, einfach noch nicht so der Moment. Ich meine, wenn die jetzt so vor meiner Tür stehen würden, würde ich die vielleicht schon... Also würde ich schon mit denen reden, so? Also so literally vor der Tür, auf dem Grundstück oder so? Aber, ja, nee. Elterliche Sehnsucht. Also sie fühlt sich auch so ein bisschen schlecht deswegen, aber es ist schwierig. So, sie verkauft jetzt aber erstmal noch die Sachen, bevor sie sich jetzt mit ihm unterhält. Gucken wir mal, wie es heute aussieht, ne? Über Kochen reden, das wäre ja eine Idee. Mit sich selbst flirten, oh mein Gott. Diese Frau macht mich fertig. Ja, jetzt ist sie halt traurig, das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig so. Ich weiß halt auch wirklich nicht, wie wir mit ihm halt auch umgehen sollen. Ne? Die sind zwar jetzt so zusammen, aber offensichtlich haben die immer noch Schwierigkeiten miteinander. Also über Probleme beschweren. Das klingt nach einer Sache, über die sie reden würde. Es ist einfach viel los, ne? Aber da kann er relaten, oder was? Kann ja mal wieder sagen, dass er toll aussieht. Oder auch nicht. Nee, das machst du jetzt nicht. Oh mein Gott. Warum? Wer bist du? Cameron Fletcher. Lassen Sie mich alle in Ruhe. Er repariert es einfach wieder. Vielleicht haben sie kurz darüber geredet, was los war. Vielleicht hat er auch einfach zwischendurch Wutausbrüche so. Oh, größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Ihr seid süß. Und die kleine Maus macht ihr Kacki ganz selbstständig. Ich bin sehr stolz. Sie hat jetzt nochmal einen Crush bekommen. Aber dass wir einen Crush auf ihn haben, wissen wir ja schon sehr lange. Okay, er muss los. Schade, Marmalade. Heute ist ein Talentwettbewerb. Wait a minute. Sie muss heute nicht arbeiten, oder? Nö. Ja, let's go. Wir können natürlich Jeremy mitnehmen, ne? Komm, wir nehmen Celeste auch mit. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich nicht so der Ort für Celeste eigentlich, aber wir können sie auch nicht zu Hause lassen. Das ist in Tartosa. Lass erstmal Geld abziehen. Schade. Aber so gerade diese Talentwettbewerbssachen, die sind schon gut. Da kann sie ja dann ihr Party-Outfit anziehen eigentlich, ne? Die kleine Maus so, ich komme! Wir nehmen natürlich teil am Open Mic. Hallo, Danilo. Wir bestellen unser Lieblingsgetränk. 33 kostet das? Und da ist auch noch ein Star. Oh mein Gott, und er ist absolut schlecht in seinem Job. Sie liest was vor? Nee, sie ist, glaube ich, Komikerin. Macht sie dann Stuff, oder? Oh je, was hat sie denn? Salziges Lama. Das ist ihr Lieblingsdrink? Oh, Girl. Sie trinkt natürlich, damit es ihr gleich besser geht. Lassen Sie mich in Ruhe mit dem Abschlussball. Und das cheate ich jetzt auch schon wieder weg. Also, wir gehen auf keinen Abschlussball. Amaya ist dran. Wir können... Kann man nicht, während man... Hier, Lieder singen an der Gitarre. Das finde ich optimal. Genug Mut angetrunken. Ja, und da kriegt sie natürlich jetzt auch Ruhm. Gerade auch, wenn diese bekannten Leute dann ihr zuschauen. Oh, sie fühlt's richtig. Ich bin so stolz auf sie. Sie ist auch gerade einfach glücklich. Es ist einfach ihr Element, ne? Und er so, kann ich ein Autogramm haben? Und sie so, nein, geh weg. Okay, schade. Und sie kackt sich gerade ein. Naja, Papa kann vielleicht gleich eine Windel wechseln. Bis 23 Uhr müssen wir hier bleiben. Ich weiß immer noch nicht, ob man da jetzt wirklich was gewinnen kann oder nicht. Aber grundsätzlich hier aufzutreten, hilft halt in mehrerlei Hinsicht, ne? Um Windel bitten. Guck mal, das ist doch...
sehr schön. Level 6er Gitarrenfähigkeit hat sie nebenbei aufgebaut. Sie ist so cool. Und sie muss mal dringend Pipi machen. Kann sie gleich. Ich titi das ganz bisschen hoch. Ich habe keine Lust, dass sie sich jetzt hier einpinkelt, deswegen. Alle fragen sich wahrscheinlich, wieso hier dieses kleine Kind steht. Aber naja, anders geht es eben nicht. Boah, diese Frau denkt sich so, also, die ist ja so langweilig, kommt zu mir. Es ist schon echt assi, ne? Wenn man dann, wenn da jemand auf der Bühne steht und dann sagt man so, ja, die Aufmerksamkeit sollte lieber auf mir liegen. Sie geht tanzen. Ja, viel Spaß. Oh, wir haben Geld bekommen. Es tut ihr einfach gut, ne? Ich finde es so toll. Ich bin so stolz auf sie. Okay, das war dann jetzt auch ihr Auftritt. Oh, Jerry muss jetzt auch gehen, anscheinend. Dann bestellen wir noch Fritten, weil dann kann sie nämlich auch was davon haben. Weil es müssten dann mehrere Portionen sein, glaube ich. Sie ist gleich da. Okay, der Talentwettbewerb ist einfach zu Ende. Hallo, iss doch. Dafür habe ich die Pommes gekauft. Die nehmen wir auch mit. Jetzt gehen wir nach Hause. So, dann wird die kleine Maus in den Schlaf gelesen. Es ist viel zu spät eigentlich, aber manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Sie geht auch direkt schlafen. Also sie ist hier schon wieder fast bei der Hälfte, ne? Es ist ein Auf und Ab bei ihr. Aber ergibt Sinn, sie kann sich nicht permanent darum kümmern. Jetzt tritt sie schon wieder in eine Phase ein. Sie ist schon wieder rebellisch und nur darauf aus, die elterliche Autorität in Frage zu stellen. Naja. 1155 Simoleons? Nee, wir gehen nicht auf den Flohmarkt. Jeremy möchte, dass wir vorbeikommen. Alleine anscheinend. Wir gehen einfach mal mit. Vielleicht gibt es ja was zu klären, wo die kleine Maus einfach nicht dabei sein soll. Muss ja nicht immer alles mitbekommen, ne? Gerade wenn die sich hier ständig streiten. Aber dieses Gespräch führen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Denn ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Aber das ist okay. Wenn ihr Ideen habt, wie wir das Ganze hier noch weiterführen sollen, was so unsere Ziele sein sollen, was ihr denkt, was man so storytechnisch noch machen soll. Ich bin offen für alles. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!